Vega. Wir reagieren auf Vega. Was habe ich gerade gesagt, den Titel? 06069. Intro 069 oder Intro was? Intro 069. Ja. Ding. Servus. Ja. Hast du Dings umgeschaltet? Was willst du von mir? Audio. Ja, hab Zahl. Ich. Okay. Ich wollte wissen, sicher gehen. Am Ende war es falsch. Auf, Jadla, Bruder. Ja, Salam Aleikum. Legen wir einfach los direkt, würde ich sagen. Ich habe einfach ohne große Rede. Achso, ganz kurz reden. Vega ist in letzter Zeit einer meiner Lieblingskünstler, Leute. Ich höre den ziemlich oft. Ja? Naja, muss man sagen. Ich habe leider keine Zeit gerade, aber ich würde auch gern, Digga. Yeah, let's go. Intro. Vega. Mach bei mir auch ein bisschen lauter. Ist gut, ist gut. 069. Ain't nobody talking when I'm talking, fellas, so shut the fuck up. Oh, ich stieg mit 65 Dingern in den Zugwaggon. Puh, Stopp drücken, Digga. Das werden wir uns besser reinziehen. Zugwaggon. Okay, let's go. Zu Hause knappe 15 Mille in einem Schuhkarton. Bei Stress trage ich die 10 auf meinem Rücken wie ein Fußballgott. Und was dann fliegt, sind keine 99 Luftballons. Transport an den Unfallort. Ich spreche ein Ave Maria wie dieser Tupac-Song. Sag ihm, was wir labern, am Kiez ist immer noch Puff-Jargon. Und du siehst die ersten meiner Feinde keine Luft bekommen. Der war schön rausgedrückt. Ja. Der Reimer da. Keine Luft bekommen, da Luft holt der den letzten Rest seiner Luft raus, so gefühlt. Ey, Ding, wer ist die Nummer 10 bei Fußball? Wisst ihr das? Wer ist die Nummer 10? Es gibt nur eine einzige Trikot? Nummer 10 auf dieser Welt. Und nur dieser Mensch trägt es, den du gerade meinst. Ich blöff grad, ich übertreib grad deine Sache. Digga, was für... Ey, du nein, fragst nein. uns, du weißt, du bist mit uns aufgewachsen. Ich weiß nur, Digga. Früher hat Ronaldinho keinen blassen Schimmer von Fußball. Nix. Und dann fragst du uns, damit du irgend so eine halbwahre Geschichte Antwort bekommst. Statt so allgemein bist du, vielleicht weiß man das. Ja, der denkt, es gibt nur einen, der die Nummer 10 trägt. Nein, nur einen einzigen. Ey, erwähnt Tsubasa, den. Tsubasa war das. Erwähnt den. Wen? Er hat doch gesagt, wie ein Fußballmeister. Ja, ja soll ich mir aus dem Arsch ziehen, was er gerade damit meint? Ich dachte, vielleicht kennt ihr ihn. Gefallen aus dem Komm. Wie ein Schwimmlehrer, Flow wird immer sinnärmer. Der Lack vom Porsche Coupé ist ab jetzt gefrorene Himbeere. Wow, Tim, geil. So wie Eischale, schwer, wenn diese Platte kommt, dann können sich alle eingraben. Wieso ich sie nicht lieb, das ist ne Scheißfrage. Deutschrap ist ne Fotze und die Biatch will nicht heiraten. Keine Kirche, kein Adel. Und ich kenn paar Afghaner, die verteilen Rippenstiche mit der Fleischgabel. Ausatmen. Boah, ziemlich so geil. Nee, das war zu Dragon Ball. Attack on Titan, oder? Attack on Titan, ich glaube auch zu Dragon Ball. Das sind die frohe Frisur von... Wie heißt der? Armin? Armin. Einatmen. Draußen laufen wieder Männer mit der Reichsfahne. Erzählen was von flacher Erde oder Scheinstaaten. Aber ich schwöre dir, in Frankfurt gibt es Steinhageler. Wer will Beats machen? Oh, Digga. Nimm die Skimaske, ha. In der Fließjacke, ha. Eine Hiebwaffe, ha. Deine kleine tropft wie Gießkanne, ha. Oder Kieljachten, ha. Aber trief nasse, ha. Ich lief vor 20 Jahren das erste Mal besoffen aus einer Kneipe raus. Oh, Junge, der flowt so gut, Junge. Ich muss sagen, guck mal, das ist immer so was Ungeschriebenes, ne? Das hat man immer vom Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so mitbekommen hast. Aber immer so Sachen, die Fame geworden sind, wenn du dir so vorgestellt hast, jetzt auch, wenn wir jetzt keine gebürtigen Frankfurter oder dort die ganze Zeit leben, aber wir waren das Öfteren Umgebung dort. Frankfurt. Und diesen Einfluss, den wir auch dadurch haben, ne, man weiß einfach, so gewisse Dinge kannst du dort nicht bringen. Und teilweise Sachen, die in der Vergangenheit im Hype waren, also jetzt Vergangenheit, so 2010, so Dinger, egal durch was, ob Rap oder sonst was, so wusstest du, sowas kannst du beispielsweise, wenn es cringe war, konntest du das nicht in Frankfurt bringen, weil du wurdest so geopfert dafür. So, so das hat schon diesen Flair und Vega bringt es so gut rüber einfach. Ja. Links ein geripptes, an der rechten eine geile Maus. Mama lag wach und hatte Panik, dass ich Scheiße baue. Aber ich wusste, ich baue eine Hütte wie das Weiße Haus. Trink schwarzen Tee unter dem Starschnitt von Ibo Baba. Während ich ein Tausender auf Platin Casino baller. Mit 20 spürte ich den Fahrt mit dem Clio aller. Heute jagt mich die Kripo wegen Maastrichter Kilos aller. Macht 100 Mio Streams, aber die meisten sind aus Lettland. Gangster so gefährlich wie die Eintracht bei einem Eckball. Wow. Immer geiler, wie die auch Eintracht gleichzeitig sprechen.
Ich weiß nicht, bei wem ich es gesehen habe, bei ich glaube, es war bei Chido und Abdi oder bei einem anderen. Ach, Schwester, ich erzähl dir jetzt, warum die Eintracht so gefährlich ist bei einem Eckball, okay? Der Grund, Spaß, Digga, ich hab, egal. Ey, den hat sie nicht geblickt. Sie hat es nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Platin Casino noch am Start. Der ist doch Fußballkenner. Vega, Digga, Alter. Wermutstropfen. Was? Ja, das Platin Casino. Oh, ist, irgendwie nervt mich das mit Platin Casino jetzt auch. Hart, das stört schon, wenn alle Rapper das erwähnen. Das ich, vor allem, weil es einfach ein Casino ist. So. Ja, okay, mach weiter. Freitag 0 Uhr, sagt, was ihr feiert an dem Dreckstall. 50.000 Sätze, diese Scheiße ist mein Matchball. Ich war viel zu lange weg, aber bin wieder da. Die Schritte aus dem Dreck, die mach ich dieses Jahr. Ihr redet von Respekt, mir fehlen diepe Bars. Jeder weiß, wovon ihr rappt, das habt ihr nie gehabt. Oh. Oh. Alpha Henry ist die Bauchtasche. Was ist das? Sticker-Set. Und das Dorf mit der Bauchtasche ist auch so ein bisschen von Zettel. Ich glaube, im Vorsicht-T-Shirt hat schon was. nur sein, Ro. Oh. Ah. Ja, hoffentlich ist bis März wieder als Ey, Digga. Also laut das Merkel. Das war ein geiler Song. Das war so der Grund, warum Asche, sage ich schon, Alter, Vega für mich gerade aktuell einer meiner Lieblinge ist. Mhm. Wirklich, aber ich höre einfach gerne rein aktuell. Immer wieder. Ja, so, wenn ich auf YouTube für mich selber bin, gell? Ja. Tipp ich einfach den Namen ein. Oh, wow, cool. Und dann, ja, gib ihm. Hör ich mir ein paar Dinger an und dann weiter. Digga, ich muss mal rauskommen, Spaziergänge machen wieder, alle. Ja, wirklich, man kommt nur da, drauf Musik zu hören, gell? Ja, mit meinen ich hab keinen Bock mit Kopfhörer, diese AirPods in mein Zimmer, das zu hören, Digga. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hab gar keinen Bock auf sowas. Null Bock. Und ansonsten, wenn ich Homeoffice-mäßig den ganzen Tag zu Hause rumvegetiere, dann passiert auch nichts, Digga, dass ich Musik höre. Und das hätte ich wirklich, das ist so, sowas, was mir gerade so fehlt, sowas, ich auch Wege auch hören will, so, also, na gut. Oder? Leute, Schwester. Bruder, Vega, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar auf dieses Video hinterlässt. Ansonsten einen Daumen hoch wäre sehr nice. Abonnieren nicht vergessen, Glocke und tralala, tralala, wisst Bescheid. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Okay.